Ich glaube, es geht gleich los und da einige Umstellungen machen müssen. Kickoff in diesen Schlager der Austrian Football League. Ein Nachtragsspiel übrigens aus Woche 1, wo die Starke Prager Region noch nicht haben antreten können aufgrund der Corona-Situation. Und da gibt es gleich einen angeschlagenen Spieler. Oje, beim Return Lukas Haselwanter, den du vorhin schon angesprochen hast, ist angeschlagen. Jetzt Pass. Shelton unter Druck, bringt den Ball aber noch an. Auf Adrian Platzgummer. Und der wird gestoppt. Und Shelton da muss den Hit in Kauf nehmen. Aber das reicht für das First Down der Swako Raiders. Interessant, weil die zwei Defense Ends sehr viel Druck jetzt auf den Quarterback gebracht haben, obwohl nur drei allein die Linebacker in der Mitte relativ verzögert kommen sind. Also Platzgummer hat auch ein paar Schmerzen. Und Sean Shelton bleibt auf dem Feld, um zu punten. Kurzer Punt und er hat einen super Bounce, ein perfekter Bounce. Und die Prager müssen mit ihrer Offense an der eigenen 1-Yard-Linie mit dem Drive beginnen. Super Punt von Sean Shelton. Kommt ins Special Teams Team der Runde mit dem Punt. Auf alle Fälle. Da hat aber auch ein bisschen Glück. Der Bounce ist wirklich äußerst positiv ausgefallen für die Raiders. Oder perfekt gemacht. Die Panther sollten sowas abschauen. Das war spitze. Selten sowas gesehen. Wir kennen den Sean Shelton schon ganz anders. Auch er wird das in der Saison finden müssen. So, das ist das Field Goal an der Mittellinie. Und die Prager panten auch mit ihrem Quarterback. Und das könnte ein ähnliches Ergebnis werden wie bei den Raiders auf der anderen Seite. Guter Punt von Zach Greenlee. Geht bis an die 3-Yard-Linie und dort geht es dann wieder los für Sean Shelton. Er macht es den Sean Shelton nach. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass das der vierte ist. Ein Down ausgelassen. Ich glaube, das ist der dritte. Die Prager haben es gewusst. Zum Glück. Zum Glück für die Prager. So, was machen die Raiders jetzt mit ihrer Offensive? Legt ihn auf die hintere Schulter, aber incomplete der Pass auf Marco Schneider. So, es gibt jetzt den Field Goal Versuch und der ist daneben. So quasi nach dem Vorbild eines Le'Veon Bell, aber das dürfte Jenschik nicht sein. Aber das war ein super Catch jetzt vom Import Receiver Nolan Copaining. Erster und 10. Nach dieser Holdingstrafe wieder Greenlee. Ja, außerhalb. Er gibt Touchdown. Touchdown, Prague Black Panthers. Nolan Copaining. Auf Pass von Zach Greenlee. Und jetzt werden wir genau hinsehen, ob das eine korrekte Entscheidung ist. Da wird gejubelt. Auch von James Brooks und Emmanuel Lewis, den beiden Koordinatoren bei den Pragern. Zuerst einmal der Extrapunktversuch, ausgeführt von Martin Mandik, dem Receiver. Prag geht in Tirol in Führung. Das schon hätte ich nicht darauf gewettet. Viertel, ja. Hätte ich nicht darauf gewettet. Da haben wir den US-Legionär. So, jetzt kommt der Pass. Ist gut. Ja, der eine Fuß ist drinnen. Beim Catch, während der Oberkörper hinausfällt. Hätte ich jetzt spontan einmal gesagt. Ja, ist okay. Ja. 2. und 7. Shelton unter Druck. Wird gesackt. Erster Quarterback-Sack dieser Partie. Druck auf Shelton gab es schon öfter, aber jetzt ist er gefallen, der Spielmacher. Und das gefreut einen Defense-Liner immer ganz besonders. Ja, absolut. Er hat ihn auch nicht gesehen. Schön gehalten. Sack geht auf das Konto von Marek Danik. This is the end of the first half. Okay. Keine Diskussion mehr um vierter Versuch und Inches. Okay, voll draus. Wirft quer übers Feld. Dropback, tiefer Dropback und der Catch
für ein First Down. Das war das erste wirkliche Big Play über eine größere Distanz auf Kamil Roba. Und das war wunderschön. Also so, Rollout auf die eigentlich vom Wurfarm her verkehrte Seite. Ja. Und wenn ich es richtig gesehen habe, war der Herr Rober ganz alleine. Runs, kurze Runs, Runs nach außen, kurze Pässe, jetzt den langen Pass. Jetzt den Lauf durch die Mitte. Und das der ist ein Touchdown. Zum Touchdown. Und damit erhöht sich die Führung der Prager durch diesen Lauf von Jenčík. Auf 13:3, Ladislav Jenčík, der ist der Running Back bei den Pragern. Mit einem dicken Grinsen im Gesicht, das hat er sich verdient. Das ist wirklich ein guter ja. Block. Muss man heute wirklich den Every Down Back geben, nachdem Clem schon sehr früh verletzt raus muss. Jetzt noch der Extrapunktversuch. Und der ist gut. Und damit neuer Spielstand 14:3 für die Prager. So, Kickoff. Wieder ein schöner Kickoff hoch. Lange hängt tief in die Endzone. Es gibt den Return. Und mit etwas Verzögerung. Ja, der geht, der geht. Mit Zangerle Geschwindigkeit auf und der kommt an die Mittellinie. Sehr guter Return, sehr guter Einsatz. 2. und 10. Nur wenn man es nicht weiß, dann geht es natürlich ganz schön. Ja, das ist jetzt das ein jetzt schönes super. Play das und das ist der das erste ist Touchdown der Raiders. Pass, Touchdown, Pass auf Marco Schneider. Und ah, super. Wirklich ein wunderschöner Spielzug und bitter notwendig. Erstmal nicht gelungen, glaube ich, im letzten Spiel. Aber beim zweiten Mal dann schon. Da bekommt er noch einen Block. Ja. Marco Schneider mit dem Touchdown. Na, das schaut gut aus jetzt. Also, Two-Point-Conversion, wie angekündigt. Und der ist abgefangen. Deflected. Da haben sie Kopeining, den Import-Spieler, der sowohl DB als auch Receiver spielen kann, ins Backfield gestellt. Wird auch immer mehr doppelt eingesetzt. Also aggressivere Verteidigung jetzt auch bei den Raiders und damit ja. Müssen die Prager punten. Gut für die Raiders. Die Raiders lieben es ja, Spiele im vierten Viertel wirklich zu entscheiden. Also Raiders haben das durchaus auch, das war gerade unter Schulen Fatah oft so, der hat überhaupt kein Problem gehabt, mit 3 Punkten im Rückstand zu sein. Also mit 4 Punkten für ihn war wichtig, den Ball in den letzten 3-4 Minuten zu kriegen. Medici in Motion. Kommt aber, da ist in der Mitte eine Riesenlücke. Und da ist jetzt Platz für ein Big Play. Und dieses Big Play geht über Toni Rabensteiner. Die Raiders wirken jetzt viel, viel spritziger. Ja, da war offensichtlich auch, da hat sich der eine Verteidiger zur Seite ziehen lassen. Und damit war die Mitte auf einmal völlig offen. 2. und 5. Pump fake. Sean Shelton hat jetzt auch mehr Zeit. Shelton hat einen offenen Receiver und das ist Marco Schneider. Ja, da freut er sich. Da freut er sich zu Recht. Der hat vorher schon aufgezeigt. Interessanterweise hat der Sean Shelton in diesem Drive viel mehr Zeit gehabt, ja, zu passen. Noch einmal der Spielzug, wo Zangerle hinausgeht. Diesmal geht es in die Endzone und das ist incomplete. Damit bleibt es bei einem Punkt Führung. Die knappest mögliche Führung für die Raiders. Noch einmal dieser Touchdown. Das Delay of Game, glaube ich, fast das absichtlich war, weil du versuchst beim Pass, oder nicht du versuchst, sondern manchmal hilft es, wenn du mehr Platz hast. Das, wenn du das Delay nimmst, wird das Feld einfach größer. Und du bringst deine Receiver besser an. Aber was soll das sein? Aber das war wirklich Zucker. Wunderschön. Willi. Und der nächste Drop. Drop in diesem Fall von Matej Reinwart. Auch einer der Routiniers bei den Pragern, pardon, dass ich es auch rauskriege. Also bis jetzt bin ich vom
Greenlee nicht begeistert, muss aber ehrlich sagen, die Receiver bedanken sich nicht sehr bei ihm. Also er hat es wirklich schwer. Das ist jetzt in der zweiten Halbzeit schon der fünfte Ball. Prallen. So. Wieder kurzer Pass und das ist super. Super gemacht. First Down. Und wieder ein First Down von Marco Schneider. Der holt hier gerade den Tages-MVP offensichtlich. Ja, ist auf gutem Wege. Schau, wie der danach noch kämpft und zack, Kopf runter ganz und zurück. Herrlich. Und zwar gegen den Importspieler, gegen Kopenik. Der ist vorbei. Platt und der ist vorbei. Der Schneider frisch. Herrlich. Wieder. Sowas sieht man gerne. Am Morgen. Shelton und geht selber. Und da macht er den Touchdown und er ist on fire jetzt. Den wollte er unbedingt machen. Nach den Schlägen, die der eingesteckt hat, wollte er den Touchdown machen. Also Sean Shelton hat sich selber belohnt. Und er sagt, er läuft jetzt auch. Lacht jetzt dem Import-Kollegen bei der Prager Mannschaft ins Gesicht. Also 14:3, wir erinnern uns, stand es im dritten Viertel nach den ersten Punkten der Prager. Und jetzt hat sich das alles gedreht. Also, da haben wir es weiß auf schwarz. Und Interception. Interception seals the deal. Nummer 16, Arno Schwarz, lange als Schwachpunkt ausgemacht in der Raiders Defense. Fängt diesen Pass von Greenlee. Hat alles gut gemacht. So, schauen wir mal. Und du hast das schon vorher gesehen. Schau. Comeback Pattern. Jetzt super gestanden. Gedacht für Kamil Rober. Geht er genau in diese Passlinie hinein. So, die Raiders knien ab. Das ist auch korrekt so, damit ist der Spielstand durchaus angemessen. Genau, und die Raiders gewinnen diese Partie am Ende dank eines 19:0 Laufes in den abschließenden knapp eineinhalb Vierteln. This is the end of the game. Ja. Doch noch 22:14. Marco Schneider, herzlichen Glückwunsch. Zwei Touchdowns, richtig cooles Spiel, aber es war verdammt hart. Die hat es in der Offense ziemliche Probleme. Ja. Was ist denn los? Ja, am Anfang, wir haben gleich beim ersten Kickoff-Return in Haselwander verloren. Unser Running Back hat frei gewesen. Und dann, wir haben einfach viele Spieler gleich am Anfang verloren. Hat dann ewig gedauert, bis wir das adjusted haben. Und bis wir alle in den Rhythmus gefunden haben, es hat sehr lange gedauert, wie man gemerkt hat, dass wir ewig gebraucht haben. Aber dann ist es gegangen, Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel, sind wir reingekommen mit einem Quick Game. Und das war das, was uns dann zum Erfolg gebracht hat. Für dich persönlich war es ein sehr starkes Spiel. Dankeschön. Was werden wir von Marco Schneider dann noch alles zu sehen bekommen? Ja, hoffentlich noch einige Touchdowns mehr, gute Vorblocks mehr für unsere Running Backs von anderen Ballträgern. Und einfach hoffentlich eine gute und gesunde Saison. In dem Fall alles Gute und wir sehen uns bestimmt. Dankeschön. Fangen wir gleich einmal an mit den ersten Ausfällen in der Offense. Schaut sehr bitter aus. Ja, nee, okay. Es hat nicht gut angefangen. Ne? Wir fangen mit dem Kickoff-Return an und dann verletzt sich unser Starting Running Back. Dann heißt es wieder Next Man Up. Ein paar Plays später, Adrian Platzgummer, unser bester Receiver, der jetzt gerade noch übrig ist, fällt dann auch aus. Und dann Ruben Seber, der als nächster Receiver reinkommt, der aber eigentlich Linebacker spielt, fällt dann auch aus. Ja, dann muss man erfinderisch werden und das sind wir. Und ja, ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs, weil das war Family Effort heute. Und kurzzeitig haben sie nicht dran geglaubt. Und in der Halbzeit habe ich nochmal mit denen geredet und gesagt, hey Jungs, Raiders finden immer einen Weg und wir müssen einfach aneinander glauben und zusammenhalten. Das haben sie getan und letzte Woche war es knapp und diese Woche ist immer on top rausgekommen. Der junge Marco Schneider mit gleich zwei Touchdowns hat die Partie gerettet. Was kommt denn von den Raiders da nach? Ja, was soll danach kommen? Ich meine, it's always next man up. Und
Ja, er wird sicherlich jetzt Attention kriegen. Ne? Ich weiß, dass in Graz keiner seinen Namen wusste. Ich hoffe, dass das sich jetzt ändert. Ich hatte schon Anfang der Saison gesagt, ne, look at that guy. Er hat ein wahnsinniges Spiel gehabt und das hat er immer. Und jetzt müssen wir die Bälle halt an den anderen verteilen. Und ja, die werden jetzt die Wunden lecken und nächste Woche geht's wieder los. Es war mucksmäuschen still im Stadion, als Sean Shelton liegen geblieben ist. Wie geht's ihm denn? Er hat danach aber wieder gespielt. Ja, da war die Luft kurz weg und ich hoffe, dass nichts Schlimmeres ist. Na, das war ein Schlag hinten rein. Aber er hat das Game gefinished. Er ist ein Warrior. Ja, ich hoffe, dass da nichts Schwerwiegenderes ist und dass er nächste Woche natürlich da ist. Aber schauen wir mal, was die Ärzte sagen. Für die Raiders gibt es keine Pause. Nächste Woche gleich gegen die Rangers, anschließend international. Wie werden sich die Raiders aufstellen für die nächsten Spiele? Ja, wie gesagt, es ist next man up. Ich meine, zum Glück haben wir Tiefe. Aber irgendwann mal geht die natürlich auch aus. Ein paar kommen hoffentlich zurück nächste Woche. Und zum Glück ist es zu Hause wieder, dass wir keine lange Fahrt haben. Und wir werden wieder versuchen, Raiders Football aufs Feld zu bringen und zu bieten. Die Black Panthers haben heute aufgezeigt. Es war wirklich sehr knapp, wäre fast ein historischer Sieg geworden. Am Ende waren die Raiders stärker. Was hat es dann ausgemacht? Man spürt wirklich diese eineinhalb Jahre, was uns gefehlt hat. Wirklich, wir konnten eineinhalb Jahre nicht trainieren. Wir durften nicht mal trainieren. Und da waren wirklich, vielleicht haben wir uns mal selber erschrocken, wirklich, dass wir wirklich damit spielen können. Wir haben damit erwartet. Wir haben fünf von unseren Starting Receivers sind out. Ich kam wirklich mit einem Union und mit zwei Starting Receivers. Und der eine hatte Zerrung in der Wade und in den. Deswegen, ja, das hat vielleicht gefehlt, wirklich die Erfahrungen und nicht sich erschrecken, dass wir da wirklich die besiegen können, dass wir da gehören. Wie viel Selbstvertrauen gibt es einem dann aber doch, wenn man gegen die Raiders in Innsbruck so performen kann? Es hat uns bestätigt, dass wir die richtige Richtung gehen. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist egal. Wir wollen wirklich den Titel und wir müssen alle besiegen. Das ist dann am Ende wirklich das ist Schluss. Ne? Wir müssen halt alle besiegen, egal ob das Raiders sind, ob das nächste Woche Vikings sind. Wir müssen halt alle besiegen. Und wir haben dann gezeigt, dass wir da auch gehören, dass wir das auch kennen. Herzlichen Dank, alles Gute und gute Heimreise. Danke.